Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Wir gehen jetzt mit auf Weltreise und besuchen die ersten Häfen. Dann war Tim Melzer an Bord und das war richtig lustig. Er hat mit Männern gekocht. Und dann gehen wir nach Stockholm in die Eisbahn. Unsere AIDA Aura ist auf Weltreise. Die ersten Häfen waren La Coruña, Porto und Madeira. Und natürlich war Inacio da. Viel Spaß. Es grüßen die Weltenbummler von AIDA Aura. Unsere Weltreise ist gestartet und bevor wir Europa verlassen haben, haben wir bereits die ersten Häfen erkundet. Los ging's in La Coruña in Spanien, wo wir uns unter die Pilger gemischt und das letzte Stück des Jakobswegs bewältigt haben. Ein Wegenetz quer durch Spanien, aber alle Wege führen da nicht nach Rom, sondern zur Kathedrale in Santiago de Compostela, zur Grabstätte von dem Apostel Jakobus. Der ist der Schutzpatron von Spanien und wacht sozusagen gemeinsam mit der Jakobsmuschel über das Land. Die Jakobsmuschel ist nämlich das Symbol von Spanien und so hat auch jeder richtige Pilger, jeder echter Pilger eine Jakobsmuschel immer dabei. Ich finde das imposant. Auch wir sind auch drin gewesen. Das ist auch sehr schön, bewegend. Ich habe eine Kerze angesteckt, aber wenn ich jetzt den ganzen Weg gegangen wäre, dann muss man ja auch überlegen, dann ist man ja auch total erschöpft. Dann würde man das vielleicht alles ganz anders aufnehmen als so jetzt mit den 5 Kilometern. Ne? Verliebt haben wir uns dann in Porto, in Portugal, in seinen Portwein und natürlich auch in die wunderschöne Altstadt. Durch die engen Gassen des reizvollen Ribera-Viertels mit seinen bunten Häusern und kleinen Balkonen geht es für uns hinunter zur Promenade am Douro-Fluss. Auf der anderen Seite liegt die Stadt Gaia mit seinen ausgedehnten Hallen der Portweinproduzenten dieser Region. Dazwischen verkehren die Rabelos, die Ausflugsbarken, mit denen früher der Rebensaft nach Porto zum Reifen kam. Einen alten Freund haben wir wieder getroffen, und zwar auf Madeira. Inacio stand da natürlich wie gewohnt auf der Pier und hat uns auf Madeira empfangen und kam auch an Bord zu Besuch. Guten Morgen! Herzlich willkommen! Moin, moin. Auf Madeira, man kann viele von der Insel kennenlernen. Es gibt schöne Gärten und auch wunderschöne Aussichtspunkte, wo man gut genießen kann. Man muss diese wunderschöne Steilküste Cabo Girão auch anschauen, mit einem herrlichen Blick runter zum Atlantik und ganz einfach durch die Insel fahren. Die Fahrt hier oben war spektakulär, kann man schon sagen. Zum Glück haben wir hinten gesessen, haben nicht viel mitbekommen. Aber wenn man so runterschaut, ist schon gewöhnungsbedürftig. Das war's von uns, von der Weltreise. Damit gebe ich wieder zurück zu dir, Boris. Und bitteschön. Vielen Dank, Caro. Ich freue mich schon auf die nächsten Berichte von der Weltreise. Und jetzt geht's von der Aura direkt zur Nova. Tim Melzer war zu Besuch. Und er hat mit Männern, die sonst nicht so viel in der Küche sind, gekocht. Erst waren sie auf dem Markt, dann haben sie gekocht für die Frauen. Und das war wirklich sehr lustig. Und am Ende war Tim richtig sprachlos. Glaubt ihr nicht? Guck. Ich bin Thorsten und was ich kochen kann, ist Spaghetti Bolognese. Christian, und kochen ist nicht mein Ding. Mein Name ist Bennett und ich koche am liebsten Lasagne. Hallo, ich bin der Volker und am liebsten koche ich Jägerschnitzel mit Pommes. Ja, Eckhardt ist mein Name und kochen macht meine Frau. Ja, mein Name ist Walter und ich bin zuständig fürs Grillen und am liebsten Thüringer Würste. Ich heiße Anne. Ich kann Frühstückseier sehr gut kochen. Ich heiße Tobias und am besten kann ich einen Nudelauflauf machen. Ich erzähle nochmal, worum es geht. Jede Gruppe hat 300 Euro, das heißt, wir haben 300 Euro für ein Gericht, was für 10 Personen serviert werden soll. Wir gehen einmal über den Markt, wir gucken erstmal und dann wollen wir ein bisschen auf die Kacke hauen. So, viel Spaß. Gurken. Wir suchen Gurken. Die Kartoffeln da auch mitnehmen. Wie viel wollten wir haben? 2 Kilo? En aceite de oliva con hierba. Wozu braucht ihr die Gurken? Das weiß ich nicht. Also jemand, der keinen Genuss kennt und dann aber wirklich mit einem guten Produkt
konfrontiert wird, wird feststellen, dass es wirklich auch besser ist. Also eigentlich brauchst du einen Lehrer. Was ist so ein Fleisch, was ist so zum Schmoren? Empfiehlt? All das, was jetzt hier gerade liegt, ist wunderbar zum Schmoren. Auch so das, was nicht so durchwachsen alles, ist? Alles, ja. Das ist normale, klassisches Rouladenfleisch. Dünn geschnitten. Für mich ist das immer so ein Zeichen von Frische. Wenn du in der Reine eine Auslage siehst und die einigermaßen, die lachen mich jetzt an. Ich habe irgendwann in einem Restaurant gearbeitet, Antonio Caluccio, Italiener. Und der hat mir diese Welt von Genuss aufgemacht. Derjenige, der mir das gezeigt hat, war ein lebensbejahender, fröhlicher, behaarter, den Frauen hinterher greifender, saufender Küchenchef, aber eben nicht destruktiv, sondern voller Lebensfreude. Und seitdem verstehe ich Genuss. Adios. Wir kochen ja heute Abend für die Frauen und wir haben uns überlegt, was passt besser dazu, für die Frauen zu kochen, als ein Herz zu verschenken. Und deswegen haben wir gesagt, wir kaufen einfach ein Herz und bereiten das Herz für die Frauen vor. Ist ja nur der 30. Hochzeitstag, da hätte ich gerne ein Herz mehr der Frau. Wenn die machen kann. Aus dem Herzen machen wir eine Vorspeise, so kleine Häppchen. Also für mich wird es gleich eine riesen Überwindung werden, das zu probieren. Ansonsten habe ich gehört, dass es hier ein gutes Hospital auf dem Schiff gibt. Ich habe mit einem Auge gesehen, dass alle Frauen da sind. Ja, das sieht wunderbar aus. Also wenn ich ihn jetzt so hier so rumspringen sehe, dann eher kreativ, was er eigentlich sonst nicht so ist, zumindest nicht in der Küche. Ich bin ganz gespannt. Dadurch, dass er eigentlich einen Kochtopf nur zum Abtrocknen mal in der Hand hatte, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Außer Wasser, Tee und Kaffee hat er eigentlich noch nie was gekocht. Ja, wir haben zuerst die Chorizo. Kleine Schnitten und gewürfelt und dann angebraten und dann Zwiebeln und Knoblauch mit reingemacht. Haben dann abgelöscht mit Fond, mit Flügelfond und Weißwein. Ich habe das Herz tatsächlich nicht gegessen, weil ich mein Herz aufheben wollte, damit ich es nochmal verschenken kann. Das Herz, ja, hat er schon gesagt. Das Herz zum Hochzeitstag. Was gibt es denn zum 40. Hochzeitstag zu essen? Naja, Doppelherz, weil es eine Apotheke gibt. Ich liebe dich. Und das Kompliment muss man wirklich der Truppe geben, die hat echt gut performt. Das ist echt gut. War zwischendurch mal, habe ich den Überblick verloren, weil ich mich anstrengen musste mit der Stimme. Aber das war schon sehr, 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 sehr gut. Und jetzt geht's ab nach Stockholm. Wir haben Gäste begleitet auf ihrem Weg in eine Eisbar. Da gibt es nicht nur die Getränkewürfel aus Eis, sondern die ganze Bar ist aus Eis. Glaubt ihr nicht? Ein ganz besonderer Ort, seht ihr gleich. Und wenn ihr selbst auch Fotos habt von ganz besonderen Orten, die ihr mit uns gesehen habt, hier unten drunter könnt ihr sie posten. Und jetzt ab in die Eisbar. Viel Spaß. Hi, hi und willkommen in Stockholm. Mein Name ist Luisa und wir fahren heute in die Eisbar und anschließend noch in die Altstadt. Eisbar ist super hier. Vielen Dank. Man kann sagen, eiskalt erwischt, aber toll. Sehr gut, das ist mal was ganz anderes. Ist überhaupt ein Erlebnis hier in Stockholm. Trotz eisiger Kälte ist uns warm das Herz. Und
wenn ihr mehr wissen wollt über uns, über unsere Reisen, über besondere Orte, über tolle Events an Bord, dann geht ihr am besten jetzt ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und wenn euch kalt ist, dann geht ihr am besten in die Karibik mit uns und mit der Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in La Romana und fahren als erstes nach Ocho Rios. Auf zu den Maya-Pyramiden. Wir erreichen Cozumel und Belize. Es geht weiter zur kleinen Insel Grand Cayman und nach Montego Bay. Wir machen noch Halt in Samana, St. Martin und St. Kitts und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, La Romana. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, ihr habt euch darauf gefreut, die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik. Viel Spaß, bis zur nächsten Woche. I never dreamed that I'd love somebody like you.